Ja dann, hallo, herzlich willkommen zum Vortrag Privacy Idea mit dem Untertitel Die Open Source Alternative zu RSS Security und Co. Schön, dass ihr hier seid. Dann fangen wir doch einfach gleich mal an. Ganz kurz, wer bin ich überhaupt? Ich bin der Friedrich. Ich habe auf GitHub dieses Handle Fred Reichbier. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Zwei-Faktor-Authentifizierung mache ich so ungefähr seit Unterbrechung seit 2012 und seit letztem Jahr bin ich bei der Firma NetNights, die eben das vor allem macht. Dann fangen wir doch gleich mal mit den spannenden Dingen an, und zwar Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wer hatte noch nie von Zwei-Faktor-Authentifizierung gehört von euch? Na, dann erklären wir das mal ganz kurz noch. Authentisierung an sich würde ich mal beschreiben mit der Beantwortung der Frage, wie beweise ich überhaupt, dass ich tatsächlich ich bin? Wo kann man sich das gut vorstellen? Zum Beispiel, wenn ich mich anmelden muss bei meinem E-Mail-Provider oder bei einer OwnCloud-Instanz, die ich mir irgendwo aufgesetzt habe. Dann ist so die herkömmliche Herangehensweise, dass man sagt, naja, ich mache das mit einem Passwort. Das heißt, ich komme irgendwo an und sage, ja, hallo, ich bin der Friedrich. Und wenn der Dienst jetzt wissen will, ob ich wirklich der Friedrich bin, dann fragt er mich, ja, dann gib mal das Passwort, was nur der Friedrich kennt. Dann gebe ich ihm das Passwort und wenn das stimmt, dann bin ich offensichtlich ich. Klingt ja eigentlich recht einfach, aber das funktioniert natürlich nur unter der Annahme, dass auch nur ich mein Passwort kenne. Und da kann man sich mittlerweile eben nicht mehr so schrecklich sicher sein. Das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel gibt es diese schöne Website, haveibeenpwned.com. Die ist irgendwie ganz interessant, denn die wurde von so einem Sicherheitsforscher aufgesetzt und sammelt sozusagen Informationen aus mehreren Passwort-Leaks, die so über die Jahre geschehen sind. Und da kann man tatsächlich hingehen und das Passwort eingeben, was man irgendwo benutzt. Und dann kriegt man gesagt, das solltest du vielleicht nicht mehr verwenden, das war nämlich mal Teil eines Passwort-Leaks, dann und dann. Aber das ist ja schon eine sehr komplizierte Art, sein Passwort zu verlieren. Viel einfacher ist es zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich sitze in der Uni oder ich sitze in der Bahn oder auch an meinem Arbeitsplatz in meinem Unternehmen und hinter mir steht mein Kollege, der mir irgendwie zuguckt. Ich gebe irgendwo mein Passwort ein, bin jetzt nicht so der allerschnellste Tipper und dann hat der Kollege eben mal gerade geschaut, wie mein Passwort ist. Und ab da kann sich der Kollege quasi überall für mich ausgeben, weil ich mich ja überall durch mein Passwort authentisiere. Oder noch viel einfacher, wenn ich schwache Passwörter verwende, wie zum Beispiel Passwort, da kann ich mir eben auch nicht so furchtbar sicher sein, dass da nicht irgendjemand drauf kommt. So, aus genannten Gründen ist also nur ein Passwort vielleicht keine so schrecklich gute Idee und deswegen machen wir Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und hier geht es eben darum, ich beweise, dass ich ich bin, nicht nur dadurch, dass ich etwas weiß, was nur ich weiß, sondern auch noch, dass ich etwas besitze, was nur ich besitze. Hier sagt man dann eben, naja, das Passwort ist der Wissensfaktor, das ist der erste Faktor und dieses Ding, was auch immer das ist, dazu kommen wir gleich, ist eben mein Besitzfaktor, der zweite Faktor. Und da gibt es jetzt verschiedene Geschmacksrichtungen, dann habt ihr die wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Hier unten links sehen wir eine Smartcard, das ist quasi so ein Ding, eben im Kreditkartenformat mit einem Chip, auf dem irgendwelche geheimen Schlüssel drauf liegen. Und die Idee ist einfach, wenn ich mich irgendwo anmelden möchte, dann habe ich so einen Smartcard-Reader und dann muss ich die Smartcard da reinstecken und nur wenn da irgendein Verfahren eben funktioniert, dann habe ich mich als mich angemeldet und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist also auch eine Form von zweitem Faktor, von Besitzfaktor. Darum soll es hier aber gar nicht gehen, sondern ich würde mich konzentrieren auf Zwei-Faktor-Authentifizierung über Einmalpasswörter. So, was ist das jetzt? Vielleicht hat auch jeder schon mal so ein Ding gesehen, das ist so ein Token, ach, ich habe hier auch sogar einen dabei, der hat ein Display und der zeigt einem ein Passwort an, was irgendwie jetzt hier 6 Stellen lang ist. Und dieses Passwort kann ich eben nur einmal verwenden. Das heißt, wenn ich mich irgendwo anmelde, dann fragt mich das System nicht nur, okay, wie ist denn dein statisches Passwort? Dann gebe ich
Test 1, 2, 3 ein. Und dann fragte sie mich auch noch, naja, was ist denn dein Einmalpasswort, dein aktuelles Einmalpasswort? Dann nehme ich hier das Ding aus, was ich immer bei mir führe und lese ab, ah ja, 441235, gebe das ein. Und wenn jetzt jemand hinter mir steht und zugeguckt hat, dann kann der bestenfalls eben nur mein Passwort mitlesen. Das Einmalpasswort kann er vielleicht auch mitlesen, aber das bringt ihm nichts, denn das nächste Mal müsste ich eben ein neues Passwort angeben. Und da gibt es zwei große Herangehensweisen. Die eine ist, dass so ein Ding so alle 30 Sekunden neues Passwort anzeigt oder alle 60 Sekunden. Das heißt, ich habe zeitbasierte Einmalpassworte. Und es gibt auch den Ansatz, dass die ereignisbasiert sind. Das heißt, ich drücke auf den Knopf und dann kriege ich ein neues. Und dann, wenn ich mich irgendwo anders anmelden möchte, drücke ich nochmal auf den Knopf und kriege ein neues Einmalpasswort. Genau. Und die Idee ist eben, naja, das habe ich eben immer bei mir dabei. Und wenn jetzt jemand sich als mich ausgeben möchte, dann muss er nicht nur mein Passwort kennen, irgendwie mitgelesen haben oder gehackt haben, sondern er müsste eben auch tatsächlich mich physisch beklauen, also hingehen und mir das Token aus der Tasche ziehen. Und da geht man eben davon aus, naja, das ist schon ein bisschen schwieriger. Denn das eine könnte ich ja auch aus der Ferne machen und das andere könnte ich eben, muss ich tatsächlich körperlich anwesend sein. Dann ganz nette Sachen sind auch noch ein YubiKey, den hat man vielleicht auch schon gesehen. Das ist eben so ein Zwischending, ach, ich habe auch einen dabei. Das ist ein USB-Stick im Grunde. Und wenn ich mich irgendwo anmelden möchte, dann gebe ich, wie gehabt, mein statisches Passwort ein. Dann stecke ich den YubiKey in den USB-Port, drücke auf diesen Knopf hier und der YubiKey gibt das neue Einmalpasswort für mich ein, indem er sich als USB-Tastatur ausgibt. Und das ist eben ganz interessanter Kompromiss, weil da muss ich keine nervigen Zeichen abtippen, aber ich habe trotzdem einen Zwei-Faktor-Token dabei. Noch ein Ansatz, der vielleicht auch relativ weit verbreitet ist, ist über Smartphones. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel so Apps wie der Google Authenticator. Den kennt man vielleicht. Der macht im Grunde genau das Gleiche wie diese Hardware-Token hier. Da habe ich eine Liste von virtuellen Token, von Soft-Token, sagt man dann. Und ich kann mir jeweils eben das aktuelle Einmalpasswort anzeigen lassen und das abtippen. Das ist eben algorithmisch genau das Gleiche wie hier, nur es ist halt irgendwie günstiger. Ich kann das auch einfacher mal einfach ausprobieren. Eine andere Herangehensweise für Einmalpasswörter mit Smartphones sind SMS. Das hat man ja vielleicht auch mal irgendwie gesehen. Man meldet sich irgendwo an und dann kriegt man noch per SMS ein Einmalpasswort zugeschickt, was man dann auch noch eintippen muss. Ist ja eine ganz nette Idee. Denn dann muss ich noch nicht meine App installieren, ich muss nur meine Telefonnummer angeben. Aber hier muss man sich eben fragen, naja, ist das denn wirklich sicher? Denn hier könnte man sagen, naja, SMS-Abfang ist technisch schon möglich und dafür muss ich gar nicht mal so schrecklich nah an dem Telefon dran sein. Aber das kann man sich eben überlegen, wie weit man da gehen möchte. Gut. Dann kommen wir mal kurz zu den Möglichkeiten, wie man sich eben mit so Einmalpasswörtern anmeldet. Es gibt da so zwei Möglichkeiten. Die eine ist, naja, das Passwort, was ich irgendwo angeben muss, zusätzlich zu meinem Benutzernamen, besteht jetzt eben aus zwei Teilen. Ich habe einen statischen Teil, das ist mein erster Faktor, das Passwort, was ich irgendwie weiß. Und der zweite Teil ist eben einmal Passwort und das hänge ich einfach hinten dran und drücke Enter. Das sind halt typischerweise irgendwie 6 Ziffern oder 8 Ziffern. Die werden abgetrennt und dann werden die getrennt voneinander geprüft. Eine andere Art, Einmalpasswörter abzuprüfen, gibt es zum Beispiel hier zu sehen. Da werde ich eben erstmal gefragt nach meinem statischen Teil, nach meinem Benutzerpasswort. Wenn das richtig ist, dann werde ich anschließend nach dem aktuellen Einmalpasswort gefragt. Also das wird sozusagen in zwei Schritten abgeprüft. So, und jetzt sehen wir hier auch schon das ominöse Wort Privacy Idea. Und darum soll es auch jetzt gehen, um die Software Privacy Idea. Aber zunächst, hat irgendjemand Fragen zu dem Teil bisher? Dann machen wir einfach weiter. Und zwar Privacy Idea. So heißt ja auch der Vortrag, glaube ich. Was ist das? Ich würde sagen, Privacy Idea kann man sich vorstellen als eine Plattform für Zwei-Faktor-Token-Management. Klingt jetzt irgendwie kompliziert. Was ist das Ganze? Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt. Man findet den Code auch auf GitHub.
unter der AGPL V3. Wir haben so um die 25, 30 Leute, die mal irgendwie Code committed haben. Wir haben so um die 400 Stars auf GitHub, was auch immer man sich darunter vorstellen kann. Und technisch ist das Ganze eine Web-Applikation. Ganz einfach auf Basis von Python 2.7, dem Web-Framework Flask, das kennt man vielleicht, und SQL Alchemy. Also wir benutzen eine SQL-Datenbank und über SQL Alchemy kann man eben quasi fast alles, was es so gibt, einsetzen. Jetzt die spannende Frage, für wen ist Privacy Idea überhaupt interessant? Privacy Idea ist vor allem interessant, wenn ich irgendein Netzwerk habe mit Applikationen oder irgendwelchen Diensten und ich möchte diese Dienste mit einem zweiten Faktor absichern. Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Naja, zum Beispiel in einem Unternehmen. Dann habe ich in einem Unternehmen eben bestimmte Dienste, wie zum Beispiel so ein Cloud-Service oder ein VPN-Gateway oder sowas. Und da möchte ich jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Oder in einem kleineren Maße vielleicht auch in einem Verein. Da habe ich ja sowas vielleicht auch, nur vielleicht nicht ganz so viele. Oder auch in einem Hackerspace könnte man das sich auch vorstellen. Oder für die ganz Interessierten vielleicht auch daheim, wenn man irgendwie für seine Familie irgendwie ein paar Netzwerkdienste aufgesetzt hat. Auch hier könnte man Privacy Idea benutzen. Wie sieht das denn jetzt aus? Gehen wir mal davon aus, dass wir schon irgendein Netzwerk haben. Also, wie ich gerade gesagt habe, haben wir ein paar Dienste, auf die komme ich gleich zu sprechen. Viel wichtiger ist erstmal, meist habe ich eine zentrale Benutzerdatenbank. Hier ist das eben so ein LDAP-Server. Wer hat noch nie von LDAP gehört? Ja, dann, es ist im Grunde einfach ein Verzeichnis von Benutzern und typischerweise benutzt man das auch, um Passwörter abzuprüfen, also um statische Passwörter abzuprüfen. Das heißt, ich habe hier irgendwelche Dienste, das könnte zum Beispiel Desktop-Rechner sein, Windows oder Linux ist dann im Grunde egal. Immer wenn sich da jemand anmeldet, wird eben nach dem Passwort gefragt. Und hintenrum fragt dann der Desktop-Rechner beim LDAP, ja, hier, der Friedrich hat gerade, ich versuche mit dem Passwort Test 123 anzumelden, stimmt das oder stimmt das nicht? Und der LDAP-Server sagt dann, ja, das stimmt, kannst du reinlassen oder nee, das stimmt nicht. Und das macht man typischerweise eben zentral, um solche Geschichten wie, naja, der Benutzer kann eben für alle Dienste gleichzeitig sein Passwort ändern oder ich habe irgendwelche Policies, dass der Benutzer alle paar Wochen, Monate sein Passwort ändern muss. Genauso kann man da Web-Applikationen anbinden. Jetzt hier mal beispielsweise so ein OwnCloud. Da gibt es Plugins für. Da trage ich eben den LDAP-Server ein. Und nun, immer wenn sich jemand beim OwnCloud anmeldet, fragt das OwnCloud hintenrum beim LDAP-Server nach. Oder auch, was man auch gerne macht, sind Firewalls, VPN-Gateways. Wenn da eben von draußen irgendjemand sich einwählen möchte, wird eben hier auch Benutzername, Passwort abgefragt. Also das ist die Ausgangssituation. Aber es ist eben Ein-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, hier werden noch keine Einmalpassworte abgeprüft, noch keine Hardware-Tokens vorausgesetzt. Das kommt nämlich erst jetzt. Und zwar setze ich mir jetzt einen Privacy-Idea-Server zusätzlich in das Netzwerk. Das ist dann einfach eine zusätzliche Maschine, die ich mir irgendwie spendiere. Naja, man kann das natürlich auch auf einer anderen Maschine mitlaufen lassen, wenn man das möchte. Und dem Privacy Idea sage ich, naja, schau doch mal, diese Benutzer habe ich, die liegen in meinem LDAP-Server und mit denen möchte ich arbeiten, denen möchte ich Token zuweisen. Und dann sagt man allen Diensten, die man hat, jetzt zum Beispiel der Desktop-Rechner, das OwnCloud, das VPN, um Passwörter abzuprüfen, sprich bitte mit dem Privacy Idea, was ich jetzt hier habe. Und dafür brauche ich natürlich Plugins oder eine Unterstützung für Privacy Idea. Dazu später mehr. Das heißt, jetzt habe ich diesen Privacy Idea Server, es ist ein Web-Framework, es ist eine Web-Anwendung. Da kann jetzt jemand, ein Token-Administrator, eben hingehen und sagen, okay, ich gebe dem Friedrich jetzt diesen YubiKey und mit dem kann der sich anschließend am Linux-Desktop, am OwnCloud, am VPN-Gateway anmelden. Wie schaut sowas aus? Naja, es ist halt eine Web-Anwendung. Hier haben wir zum Beispiel eine Liste von Tokens. Und ja, im Grunde sagt das einfach nur, naja, ich habe hier diesen Token mit der Seriennummer 21.0 bla. Der ist zeitbasiert. Also das heißt, ich kriege in bestimmten Zeitabständen ein neues Einmalpasswort angezeigt. Und den habe ich irgendwann dem Benutzer Fred zugewiesen. In einem bestimmten Realm. Das erkläre ich später noch.
Gleichzeitig könnte man da oben jetzt eben auf Benutzer drücken. Dann sieht man alle Benutzer, die man, auf die man Zugriff hat. Und man kann das eben auch konfigurieren, so wie man das möchte. Was es auch noch gibt, was vielleicht ganz interessant ist, ist so ein Audit-Log. Das ist im Grunde eine, ja, einfach eine Liste von Aktionen, die durchgeführt wurden am Privacy-ID. Das ist eben ganz praktisch, um irgendwie zu sehen, wer sich da wann versucht hat, wo anzumelden. Okay, dann machen wir mal weiter. Was kann das Privacy-ID denn jetzt alles? Ich habe ja gerade schon beispielsweise von so einem LDAP-Server gesprochen, den ich irgendwo habe. Das heißt, ich muss dem Privacy-ID sagen, wo sind meine Benutzer, wo liegen meine Benutzer. Und das hat auch einen Sinn. Man könnte ja fragen, naja, warum hat denn das Privacy-ID eigentlich keine Benutzerverwaltung? Es hat keine, und das ist Absicht, denn normalerweise habe ich ja schon irgendwo eine Benutzerverwaltung, ein LDAP, ein Active Directory stehen. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass ich im Privacy-ID nochmal alle Benutzer anlegen muss und dann immer aufpassen muss, dass ich in dem einen anlege und dem anderen auch, oder dass ich in dem einen einen Benutzer lösche und den auch im Privacy-ID lösche. Das heißt, bei Design holt sich das Privacy-ID immer die Benutzer irgendwo anders her. Es könnte eben, wie gesagt, ein LDAP sein. Wenn man jetzt keine Lust hat, sich einen LDAP-Server aufzusetzen, könnte das eine SQL-Datenbank sein. Das zum Beispiel könnte man benutzen, um einen OwnCloud abzusichern mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, denn das verwaltet standardmäßig Benutzer in einer SQL-Datenbank. Man könnte dem Privacy-ID sagen, ja, dann nimm doch bitte einfach die Benutzer aus dieser SQL-Datenbank. Das ist vielleicht eben interessant für Leute, die nicht so den Riesenspaß dabei haben, sich LDAP-Server aufzusetzen. Noch ein bisschen einfacher, um das mal auszuprobieren, kann man auch einfach sagen, man hat seine Benutzer in einem Flat-File. Das heißt, standardmäßig, wenn man Privacy-ID installiert, fragt es einen auch, naja, du hast jetzt noch überhaupt keine Benutzerquelle definiert, soll ich einfach mal das etc-pass-WD nehmen? Und dann hat man eben bei Default erstmal alle Benutzer im etc-pass-WD und kann dann mal schauen, wie man den Token zuweist und so weiter. Grundsätzlich ist das Ganze aber modular aufgebaut. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand sein eigenes verrücktes Benutzermanagement hat, dann könnte man auch ein Plugin oder ein Modul für Privacy-ID schreiben, was darauf zugreifen kann. Fragen bisher? Na dann. Privacy-ID hat auch so ein Realm-System. Das heißt, ich bin nicht auf eine Benutzerquelle beschränkt. Ich kann durchaus sagen, ich habe mehrere LDAP-Server oder ich habe einen LDAP-Server und zwei SQL-Datenbanken, 5 Flat-Files. Also im Grunde, da kann man sogenannte Resolver konfigurieren, aus denen sich Privacy-ID dann die Benutzer zusammensucht. Und die kann man dann sogenannten Realms zuordnen. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, ich habe eine Benutzergruppe, die Administratoren, die kommen irgendwie aus dem LDAP. Und ich habe eine andere Benutzergruppe, meine User, und die kommen irgendwie aus einer SQL-Datenbank. Also da ist vieles, vieles denkbar. Gut. Was für Token kann ich denn mit Privacy-ID überhaupt einsetzen? Das ist ja gerade schon angeklungen. Es gibt 2 offene Standards dafür, die irgendwie sehr weit verbreitet sind mittlerweile. Der eine ist TOTP, das ist eben der zeitbasierte Hardware-Token. Das ist eben auch so einer hier. Das heißt, ich kriege eben alle paar Sekunden, alle 30 Sekunden neuen Code angezeigt. Dann gibt es auch noch ereignisbasierte. Das ist dann zum Beispiel der YubiKey. Normalerweise, da drücke ich auf den Knopf und kriege dann eben neuen Code. Wie funktioniert das jetzt technisch? Das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Das funktioniert so, dass Privacy-ID und der Token sich initial einig werden müssen über ein Secret, über ein Geheimnis. Das sind irgendwie ein paar zufällige Bytes normalerweise. Und die muss eben beim Enrollment, also beim initialen Einrichten des Tokens, das Privacy-ID wissen und der Token wissen. Ab da sprechen die nicht mehr miteinander. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Authentifizierung reinkommt und der Friedrich sagt, mein Einmalpasswort ist 123456, dann schaut das Privacy-ID, okay, was hat denn der Friedrich für Token? Ah, der hat diesen Token, dieser Token hat dieses Geheimnis, dann rechnen wir doch jetzt mal aus, den 24.000. OTP-Wert, ach, der ist 123456, passt, lassen wir rein.
Eine gewisse Toleranz ist hier natürlich auch drin, denn kann ja auch passieren, habe ich irgendwie so einen ereignisbasierten Token in meiner Hosentasche und drücke dann aus Versehen 50 Mal auf den Button. Na gut, 50 Mal ist vielleicht ein bisschen viel. 5 Mal auf den Button, dann möchte ich mich auch noch anmelden können. Diese Limits sind eben auch, die kann man auch konfigurieren. Genau. Interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht noch die Frage, woher hat der Token denn sein Geheimnis? Zum Beispiel bei dem hier. Es gibt eben Tokens, die sind preceded. Das bedeutet, der Hersteller hat sich irgendein Geheimnis drauf ausgedacht und hat das hier drauf gespielt. Und mit dem muss ich halt arbeiten. Dann kriege ich meist irgendein CSV-File noch mit den Token dazu, wenn ich mir die kaufe. Und da steht zu jeder Seriennummer eben das Geheimnis drin, was auf diesem Token steht. Das bedeutet natürlich erstens, diese Datei muss man schon irgendwie aufpassen, wo man die so hinlegt. Auf der anderen Seite heißt das natürlich, theoretisch hat irgendwann mal der Hersteller gewusst, was für ein Geheimnis auf diesem Token drauf ist. Da kann man sich jetzt natürlich überlegen, natürlich speichern die Geheimnisse nicht. Aber möglicherweise möchte ich einfach diese Möglichkeit ausräumen, dass irgendjemand anders dieses Geheimnis schon kennen könnte. Und dann gibt es eben auch Tokens, bei denen ich die ich selbst ziehen kann. Das bedeutet zum Beispiel beim YubiKey gibt es eben von Yubico Tools, dass ich sagen kann, so, und ich generiere jetzt ein neues, zufälliges Geheimnis und das schreibe ich auf den YubiKey und das kennt dann auch die Firma, die diese Tokens hergestellt hat, nicht. Also auch hier kann man sich eben fragen, wie weit möchte man gehen mit der Sicherheit. Jetzt haben wir auch noch Challenge-Response-Tokens. Alles klar. Die funktionieren eben so, naja, der Benutzer kriegt eben noch irgendwie eine Herausforderung angezeigt und muss dann irgendwas mit seinem Token machen und dann gibt das Token ein Einmalpasswort aus, was auch Bezug auf diese Herausforderung hat. Das kennt man vielleicht von Banken, die haben so Flickr-Codes, die scannt man irgendwie und dann kriegt man nochmal angezeigt, willst du wirklich 10.000 Euro überweisen? Ja. Und dann kriegt man erst das Einmalpasswort. Gleichzeitig hat PrivacyID auch Unterstützung für diese SMS-Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe. Aber genau, hatte ich ja auch gesagt, da kann man sich fragen, ob man das wirklich möchte. Gut, also ich kann eine ganze Menge Tokens mit PrivacyID einsetzen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, für die sich wahrscheinlich auch schon alle brennend interessieren, naja, aber was kann ich denn eigentlich für Applikationen benutzen mit PrivacyID? Und die Antwort ist, naja, im Grunde sehr, sehr viele. Und zwar auch deswegen, weil PrivacyID so eine REST-API zur Verfügung stellt. Das bedeutet, die gesamte Funktionalität von PrivacyID ist eben zugänglich über so eine HTTP-API. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich für jede Applikation ein Plugin schreiben, was eben dann sagt, jo, ich habe jetzt hier den Benutzernamen Friedrich bekommen, ich habe dieses Einmalpasswort, ich habe dieses Passwort bekommen, das besteht aus einem statischen Teil und einem Einmalpasswort-Teil. Ich schicke das einfach an PrivacyID über HTTP und das PrivacyID sagt mir dann, ja, das passt oder nein, das passt nicht. Und weil das so einfach ist, gibt es auch eine ganze Menge Plugins, zum Beispiel für den Free-Radius. Ich weiß nicht, den kennt man vielleicht. Das ist eben eine Implementierung des Radius-Protokolls. Das Radius-Protokoll ist im Grunde auch so ein Protokoll zur Authentifizierung. Grundsätzlich, also so ganz, ganz runtergebrochen, ist das auch einfach ein Protokoll, was sagen kann, hier, ich habe diesen Benutzernamen, ich habe dieses Passwort bekommen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und das wird vor allem für VPN-Gateways und für Firewalls eingesetzt. Das heißt, man kann einfach den Free-Radius nehmen mit unserem PrivacyID-Plugin und kann dann eben so ein VPN-Gateway mit einem zweiten Faktor absichern. Von der OwnCloud hatte ich, glaube ich, auch schon geredet. Dafür gibt es auch ein OwnCloud-Plugin. Das heißt, man kann einfach in diesen OwnCloud-Marketplace gehen, sich das PrivacyID-Plugin installieren. Dem sagt man dann hier, den PrivacyID-Server findest du unter dieser Adresse. Und das sollte man auf jeden Fall ausprobieren, denn nächste Woche kommt auch eine schicke neue Version davon. Auch schon gesprochen hatte ich von Desktop-Anmeldungen. Unter Linux funktioniert das dann meistens über PAM, also dieser PAM-Stack,
der eben für Authentifizierung an Linux-Desktops benutzt wird. Und nicht nur Desktops, sondern auch SSH. Was heißt das? Naja, es gibt so ein PAM-Python-Modul, da kann man eben Python-Skript angeben, was aufgerufen wird mit dem Benutzernamen und dem Passwort, was ein Benutzer eingegeben hat irgendwann. Und dieses Python-Modul, was wir geschrieben haben, fragt dann eben auch einfach beim Privacy-ID nach, naja, ich habe jetzt hier den Benutzernamen Friedrich bekommen, ich habe das Passwort so und so bekommen, passt das oder passt das nicht? Und damit kann ich eben Desktop-Anmeldungen machen, indem ich das irgendwie konfiguriere mit dem PAM. Und ich kann eben auch eine Anmeldung über SSH so absichern. Das heißt, wenn sich irgendjemand per SSH an meiner super High-Security-Top-Secret-Maschine anmelden möchte, dann fragt das SSH eben auch nach einem Einmalpasswort. Und dann muss der Benutzer eben auch noch sein Einmalpasswort eingeben. Okay. Was vielleicht auch noch interessant ist an der Stelle, ist ein LDAP-Proxy, den es jetzt auch neuerdings gibt. Ich habe ja gesagt, man kann ganz einfach Privacy-ID als Plugin anbinden irgendwo. Das Problem ist nur, vielleicht habe ich manchmal auch Applikationen, für die ich kein Plugin schreiben will oder kann oder darf. Dann habe ich nämlich ein Problem. Dafür gibt es den LDAP-Proxy dann, denn diese Applikationen sprechen dann oft LDAP und machen Benutzerauthentifizierung eben über LDAP-Binds und so weiter. Und dann kann ich hingehen und den LDAP-Proxy nehmen und quasi zwischen die Kommunikation zwischen meinem LDAP-Server und dieser Applikation setzen. Und dieser LDAP-Proxy fängt Bind-Requests ab und fragt dann eben das Privacy-ID, ob das Einmalpasswort, was sozusagen auch Teil dieses Passworts ist, was übermittelt wurde, stimmt oder nicht. Das heißt, das ist auch eine interessante Möglichkeit, um Applikationen abzusichern, für die ich eben kein Plugin schreiben will. Okay. Fragen soweit? Ja. Die Frage war, ob Nextcloud auch unterstützt wird. Naja, grundsätzlich gibt es eigentlich keinen Grund, warum es nicht unterstützt werden sollte. Wir haben halt bisher nur eine OnCloud-App. Das heißt, da müsste einfach irgendjemand hingehen und die mal portieren. Ich weiß aber nicht, wie viel Aufwand das ist. Aber grundsätzlich kann man das auf jeden Fall machen. Noch andere Fragen? Okay. Ah, ja. Die Frage war, ob man quasi jede Applikation, die LDAP spricht, mit einem zweiten Faktor absichern könnte mit dem LDAP-Proxy. Ja, grundsätzlich geht das. Das Problem ist nur, es gibt einige Applikationen, die sind irgendwie da nicht so geeignet für, einfach nur deshalb, weil die bei jeder Aktion, die der Benutzer macht, sein Passwort nochmal abprüfen, weil die kein Session-Management haben. Und wenn da natürlich dann ein Einmal-Passwort drinsteht, dann funktioniert natürlich die zweite Authentifizierung nicht mehr. Der LDAP-Proxy kann dann auch so ein Caching machen von dem Passwort für eine bestimmte Zeit und dann sagen, naja, okay, für die nächsten 3 Minuten gilt dieses Einmalpasswort. Aber da kann man sich dann natürlich fragen, ob es dann noch ein Einmalpasswort ist. Also, aber es gibt Applikationen, die funktionieren sehr gut mit dem LDAP-Proxy. Zum Beispiel könnte man auch OnCloud, wenn man die OnCloud-App nicht mag, auch mit dem LDAP-Proxy betreiben. Noch andere Fragen? Dann kommen wir noch kurz zum letzten Teil. Das steht nämlich auch in der Beschreibung des Vortrags, deswegen machen wir das jetzt. Migration. Jetzt habe ich ja bisher die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir die Situation haben, naja, wir haben irgendwie Dienste und die sind irgendwie mit einem LDAP verbunden und können noch keinen Zwei-Faktor, aber ich möchte jetzt Zwei-Faktor machen und deswegen benutze ich Privacy-ID. Die andere Situation ist natürlich, ich mache schon Zwei-Faktor mit irgendeinem zum Beispiel proprietären System und ich möchte davon weg und möchte lieber Open-Source-Software einsetzen zum Beispiel. Upsa. Wie mache ich das denn jetzt? Die einfache Holzhammer-Methode wäre natürlich, so, ich schmeiß das weg, ich setze mir ein Privacy-ID hin und ich gebe jetzt allen meinen 500 Mitarbeitern innerhalb von 2 Tagen neue Tokens. Das funktioniert halt wahrscheinlich nicht so gut und das möchte man deswegen nicht machen. Man möchte eine sogenannte sanfte Migration machen. Und wie könnte man das mit dem Privacy-ID abbilden? Wir könnten mal von dieser Situation ausgehen. Ich habe mein proprietäres Zwei-Faktor-System
und ich habe eine Firewall, ein VPN-Gateway, was den zweiten Faktor abprüft, auch als Teil des Passworts, also auch hier ist das Passwort und das Einmalpasswort, und per Radius bei dem proprietären System fragt, ob das stimmt oder nicht. Und ich habe Benutzer, die jetzt noch diese proprietären Token mit sich rumtragen. So, und was mache ich jetzt? Ich spendiere mir ein Privacy-ID und ich setze das zwischen die Kommunikation, ähnlich wie der LDAP-Proxy, zwischen die Kommunikation zwischen Firewall und proprietärem System. Über das FreeRadius-Plugin spricht Privacy-ID ja Radius, und hintenrum kann das auch über Radius mit dem Zwei-Faktor-System kommunizieren. Und jetzt richten wir noch eine Policy ein, die sogenannte Pass-Through-Policy. Was kann die? Die sagt eben, nehmen wir mal an, hier möchte sich jemand anmelden, gibt sein statisches Passwort und sein Einmalpasswort ein. Per Radius fragt die Firewall bei Privacy-ID nach, passt das oder passt das nicht? Dann schaut jetzt das Privacy-ID nach, okay, den Benutzer kenne ich, weil ich am LDAP dranhänge. Hat er denn ein Token in meiner Privacy-ID-Tokenliste? Und nur wenn der Benutzer kein Token hat bisher, was Privacy-ID bekannt wäre, leitet Privacy-ID die Radius-Anfrage an das proprietäre System weiter. Das heißt, das prüft dann den zweiten Faktor ab, antwortet per Radius, die Radius-Antwort wird weitergeleitet. Das heißt, momentan ändert sich einfach überhaupt nichts, weil das Privacy-ID noch gar keine Token kennt. Das heißt, für die Benutzer ändert sich nichts. Und jetzt kann ich anfangen und nach meinen Benutzern neue Token zuweisen im Privacy-ID. Dann sage ich hier, in der Woche kümmere ich mich um die Leute, gebt mir mal eure alten Token, ich gebe euch hier diesen YubiKey, den richte ich im Privacy-ID ein. Und ab da melden sich die Benutzer eben mit dem neuen Token an. Dann kommt hier die Radius-Anfrage zum Privacy-ID. Jetzt sieht das Privacy-ID, aha, der Benutzer hat aber schon einen Token, also prüfe ich das Einmalpasswort dieses Tokens ab und gebe die Antwort zurück. Das heißt, mit dem proprietären System wird ab da nicht mehr gesprochen für diesen Benutzer. Und wenn ich dann irgendwann es geschafft habe, allen meinen Benutzern neue Token zu geben, dann kann ich diese Pass-Through-Policy löschen, die macht dann ja sowieso nichts mehr, und das proprietäre System abschalten. Und somit habe ich sozusagen mein Privacy-ID-System sanft eingeführt, ohne dass plötzlich mal für eine Woche alles zusammenbricht. Zu der Migration, irgendwelche Fragen? Na dann, erzähle ich euch noch kurz, wohin die Reise so momentan geht. Zum einen ist eben dieser LDAP-Proxy relativ neu. Genau, und da geht es momentan so ein bisschen darum zu schauen, was für Applikationen ich damit einsetzen kann, was für Änderungen ich da vielleicht im LDAP-Proxy für machen müsste. Eine andere interessante Sache ist die Privacy-ID-App. Der Privacy-ID-Authenticator heißt es. Die ist auch im Play Store zu finden. Und die ist grundsätzlich eben genauso wie der Google Authenticator so eine Liste von, die stellt so eine Liste von Zwei-Faktor-Tokens bereit, und dann kann ich eben tippen, hier, ich hätte gern für den ein neues Passwort. Was die aber auch kann, und das finde ich ganz, ganz interessant, wer hat denn den Google Authenticator schon mal benutzt? Okay, dann wisst ihr ja alle, um den auszurollen, scannt man ja einen QR-Code ab. Das heißt, ich muss sozusagen dann hingehen und dann mein Handy und dann scanne ich den QR-Code und danach habe ich dieses Token in meiner Liste. Das ist natürlich sehr bequem, auch gerade weil das bei Smartphones eben sehr gut geht. Es gibt nur ein Problem. Diese HOTP-TOTP-Algorithmen basieren ja auf einem Shared Secret, also auf einem Geheimnis, was eben Privacy ID und oder beziehungsweise jetzt wer auch immer diesen zweiten Faktor kennt und das Handy kennt. Dafür muss aber das Geheimnis im Klartext in diesem QR-Code drinstehen. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand anders den Code auch abscannt, dann hat er exakt dasselbe Token, also kann exakt dieselben OTP-Werte generieren. Gut, das merkt man ja vielleicht, wenn irgendjemand hinter einem steht und den QR-Code auch abscannt. Aber in einem Unternehmensumfeld zum Beispiel könnte es ja sein, dass ich meinen Benutzern Smartphone-Tokens gebe und den QR-Code per Post zuschicke. Und
dann könnte es ja auch Benutzer geben, die dann sagen, oh, ich habe mein Handy verloren und dummerweise auch keine Displaysperre eingerichtet. Aber ist ja egal, ich nehme einfach mein neues Handy und scanne da den QR-Code nochmal ab, dann kann ich weiterarbeiten. Dann hätte man ja ein Token geklont, was man auf gar keinen Fall möchte, wenn man Zwei-Faktor-Authentifizierung macht, weil man sich dann ja nie sicher sein kann, ob jemand anders vielleicht in der Lage ist, genau die gleichen Einmalpassworte zu generieren. Das heißt, dass das Geheimnis im Klartext in diesem QR-Code drinsteht, ist vielleicht keine so schrecklich gute Idee. Und in dieser Privacy ID Authenticator-App, alles klar, haben wir uns dann überlegt, naja, dann steht doch vielleicht in dem QR-Code nicht das ganze Geheimnis drin, sondern nur ein Teil davon. Das heißt, ich scanne das mit meinem Handy, mit meiner App ab und anschließend erzeugt das Smartphone, die App, einen Teil des Geheimnisses und den muss ich dann quasi wieder im Privacy ID eingeben als Benutzer. Und dann können beide ausgehend von den beiden Teilen eben das komplette Geheimnis generieren. Und ab da ist das sozusagen einfach nur ein HTTP-TOTP-Token, wie gehabt. Das heißt, das ändert sich nur beim Prozess des Ausrollens. Ja, und was bedeutet das, wenn jetzt irgendjemand anders den gleichen QR-Code abscannt, dann generiert ihm das Smartphone auch irgendeinen Teil des Geheimnisses, aber er wird eben nicht auf das gleiche Geheimnis kommen, wie der Benutzer, dem dieses Token wirklich gehört. Also das ist ein ganz interessanter Mittelweg. Und das unterstützt eben die Privacy ID Authenticator App zum Beispiel schon. Gut. Das wäre es jetzt inhaltlich auch schon. Hat irgendjemand Fragen noch zu Zwei-Faktor-Authentifizierung oder zu dieser App-Geschichte, die ich gerade erzählt habe? Vom Privacy ID? Ja gut, also grundsätzlich kann man das ja weil es eben nur eine Webanwendung ist, überall einsetzen, könnte sich seinen eigenen Webserver of Choice installieren, bla bla. Wir haben aber auch Ubuntu-Pakete zum Beispiel unter Launchpad in so einem PPA. Das könnte man sich einfach installieren. Da haben wir so ein Meta-Paket, was eben Privacy ID, ein Apache und MySQL installiert und das alles so einrichtet, dass es danach eben funktioniert. Das heißt, das ist relativ einfach. Sobald man da irgendwie dann, ja. Also wenn man es nur ausprobieren möchte, ist es eigentlich nicht wirklich viel Aufwand. Aber dadurch, dass es eine Python-Anwendung ist, kann man sich auch einfach so ein Virtual-Env installieren. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Und dann kommen auch alle Abhängigkeiten mit. Dann muss man sich halt trotzdem noch um eine SQL-Datenbank und einen Webserver kümmern. Genau, aber es ist nicht so schrecklich kompliziert. Noch andere Fragen? Ich meine, Zeit haben wir noch. Ja, bitte. Test? Ah, ja. Darf ich dich bitten, zurück zur Folie zu gehen, wo du zusammengesetzt hast, das One-Time-Pad und das statische Passwort? Mhm. Das hier. Ja, genau, richtig. Mhm. Das statische Passwort. Also der statische Teil ist ja nicht eine fixe Länge, oder? Mhm. Das bedeutet, es wird einfach nur eine Mindestlänge angegeben und ab dann wird es abgeschnitten oder wie ist das zu verstehen? Weil für mich sind ja der statische Teil und das One-Time-Pad, die haben beide eine variable Länge, oder? Das Einmalpasswort hat eben auch eine fixe Länge. Also das heißt, okay. Die ist typischerweise irgendwie 6 oder 8 Zeichen. Eigentlich habe ich bisher immer nur 6 Zeichen gesehen. Und die muss ich natürlich kennen. Also ich muss dem Privacy ID zum Beispiel das weiß, naja, es erwartet jetzt ein 6 Zeichen OTP am Ende. Das heißt, es geht hin und schneidet die letzten 6 Zeichen ab und alles, was davor ist, ist dann das statische Passwort. Ah, okay. Danke. Ja, gerne. Na gut, wenn es keine... Ja. Mhm. Was macht denn der Blaue? U2F vielleicht? Ja, genau. Mhm. Stimmt, danke.
Die Frage ist, der YubiKey kann ja ziemlich viele Sachen, unter anderem U2F. Wie werden denn die verschiedenen Funktionalitäten vom YubiKey im Privacy ID eingesetzt? Also eigentlich alles, was ich bisher gesagt habe, hat sich ja vor allem auf diesen HTTP-Mode bezogen, den der YubiKey hat. Das heißt, er kann eben diesen Algorithmus implementieren. Dann gibt es ja auch noch so eine Cloud-Geschichte von YubiKey. Das unterstützt Privacy ID auch. Da bin ich aber ehrlich gesagt überfragt, wie das genau funktioniert. Also ich glaube, da ist die Idee, dass quasi YubiKey den Token verwaltet und auch das Secret kennt und man prüft sozusagen bei YubiKey ab, ob das Einmalpasswort stimmt. Das könnte ich im Privacy ID auch einrichten. Und U2F? U2F, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, das war ja irgendwie so eine Initiative eben dafür, dass man zwei Faktor nicht nur in seinem eigenen Netzwerk machen kann, sondern auch bei Google, Facebook, GitHub. Wir unterstützen auch U2F, das heißt, man kann diese U2F-Tokens mit Privacy ID einrichten. Das funktioniert dann ja irgendwie über irgendwelche Zertifikate, da bin ich aber auch überfragt. Aber das kann man auch einrichten, genau. Ja, gerne. Gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an das Audio- und Videoteam und an die Grazer Linux-Tage. Ach, und genau, ihr könnt auch gerne im Anschluss den Vortrag bewerten in diesem Grazer Linux-Tage-Vortragstool. Würde mich freuen. Und ansonsten dann noch einen schönen Tag. Wenn euch noch irgendwelche Fragen einfallen, ich bin auch noch länger da, dann fragt mich einfach. Dankeschön.